weiter geht's. Und damit herzlich willkommen. Ich überwache die Straße. Okay. Die ist bestimmt nicht blitzeblank. So, damit dann herzliches Glück, meine Herren. Wir sind jetzt Ihre letzte Hoffnung. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Ja, wie gesagt, der Fehler aus der letzten Folge, das tut mir immer noch weh. Wie gesagt, dass ich euch das mit dem das Ende des Gebietes des Waldes, das Ende dieses Bären nicht zeigen konnte. Das ist der einzige Teil, der mir jetzt dann fehlt. Aber wir wollen natürlich hier weitermachen. Diese Waggons, die hier festsitzen. Eine vielgeschlagene Evakuierung, erinnere ich an. Wir sollten versuchen, auf den Platz hinter dem Bahnhof zu bringen. Da müsste der Eingang zur Metro sein. Okay. In Ordnung. Wir können den Wagen nicht zurücklassen. Wir brauchen ihn für den Rückweg. Also, auf geht's. Und wie findest du die Reise zu deinem Traum? Ja, super. Wünschst du dir, dass wir nie aufgebrochen wären? Das sehe ich. Naja, lass uns diese Gefühle für den Moment einfach mal beiseite legen, Archon. Das kriegen wir hin. Ich glaube, da können wir durchkommen. Festhalten! Wo will der durch? Ich dachte, der haut jetzt durch die Wand oder so. Das wäre schon schwierig geworden. Eieieiei, was für eine Kacke hier, Alter. Jetzt? Aufsteigen oder was? Die Sagen. Hier kommen wir definitiv nicht in die Metro. Zu viel Schnee. Ja. Ja. Übernimm das Steuer, Artyom. Was? Ich? Wieso? Also gut. Laut Karte ist der Eingang zur Metro ganz in der Nähe. Ja, versuchen wir es mal. Jetzt muss ich selber mit dem Auto durchschlagen. Wir fahren einfach mal hier diese Straße lang. Auf dieser Straße müssten wir ins Stadtzentrum kommen. Nimm die, aber halte weiter die Augen offen. Vielleicht gibt es auch unterwegs schon einen Eingang zur Metro. So viel Schnee. Und der Sturm wird jede Minute heftiger. Ja. Komisches Gefühl. Die Gebäude sind intakt, aber die Stadt ist tot. Meinst du nicht, dass Moskau besser war? Hm? Verdammt, also gut. Fahr direkt durch den Hof. Etwas anderes bleibt uns nicht übrig. Ich bin schon unterwegs. Hier, der Hof zur Linken. Ja, mach dir mal keinen Stress. Nicht so hektisch. Wenn wir stecken bleiben, sind wir erledigt. Geradeaus. Okay. Weiter. Vorsichtig, Arthur. Vorsichtig. Geh durch, oder was? Pass auf den Wagen auf, Arthur. Ja. Das Wetter wird immer schlimmer. Genau wie die Strahlung. Hier können wir nicht bleiben. Ich tue mein Bestes gerade. Nach links, okay. Und jetzt hier durch, oder was? Über den Weg müssten wir wieder zur Hauptstraße kommen. Ich tue mein Bestes gerade. Oh Gott, verdammt! Noch ein Haufen Autos. Hier scheint ein Panzer durchgefahren zu sein. Das war's wohl mit dem Wagen. Jetzt müssen wir zu Fuß weiter. Und wir müssen uns beeilen. Die Strahlung steigt ab. Die Filter halten nicht mehr lange.
So, kann ich jetzt hier aussteigen oder wie sieht das aus? Ja. Na los, auf geht's! Wir müssen uns beeilen, sonst sind wir erledigt! Wir nähern uns einer großen Kreuzung! Der Eingang zur Station müsste rechts dahinter sein! Aufpassen, der Schnee ist tief! Ich bin schon unterwegs. Was ein Wetter, Alter. Was für ein Wetter. Kommst du jetzt mal bitte mit? Okay. Vielleicht können wir hier in die Metro. Machen wir das. Ich bin jetzt hier komplett runter, oder was? Was ich rate, das ist im Bus, ne? Ja. Welch eine Überraschung. Aua, aua, au, 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 au. Endlich sind wir da. Jetzt müssen wir den Weg ins Stadtzentrum finden. Soll ich jetzt mal neue Filter auf? Das ist mal ein Einsturz. Ja, definitiv. Irgendwelche Vorschläge, wie wir in den Tunnel kommen? Gehen wir weiter. Ja, schauen wir nicht, da zu kommen. Die Frage ist, kommen wir hier durch? Ja, scheinbar. Wir machen einfach durch die Tür. Den Waggon. Ich helfe dir, ihn zu öffnen. Lass uns das machen. Ja, bitte. Das war nur eine Idee. Einfach mal probieren. Boah, Alter, was ist das hier? Überall Skelette. Die liegen schon mindestens 20 Jahre hier. Lass uns weitergehen und die Augen offen halten. Die tun uns nichts mehr. Die Überlebenden aber vielleicht schon. Wir müssen zur Station am Leninplatz. Das Institut ist nur einen Steinwurf von dort entfernt. Können wir die Metro nicht erfahren? Die Metro ist hier nicht sehr tief und durch die starke Strahlung haben die Menschen hier vermutlich nicht lange durchgehalten. Ja, nee, die hier unten ist es etwas sicherer. Da oben haben wir allerdings mindestens die dreifache Dosis abbekommen. Die Tunnel, das ist ja genau wie zu Hause. Wir sind hier ganz in unserem Element. Ja, ist es sicher. Was sagt man dazu? Wir können die Luft hier atmen. Aber die Metro, können wir mal den Filter runternehmen. Schon wieder Mutanten. Die haben es auf uns abgesehen. Tja, sollen sie es doch versuchen. Provozier es nicht. Der direkte Weg ist versperrt. Seh dich mal um, Artyom. Wir müssen in den angrenzenden Tunnel gelangen. Schade. Also da funktioniert das auf jeden Fall nicht. Probieren wir mal, uns hier durchzuquetschen. Wo willst du denn da durch? Da ist der Durchgang. Bewegung. Ich gebe dir Feuerschutz. Na gut, dann hab... Ich hätte den Bürger. Ja, welch eine. Ab, du hässliches. Alles klar.
Alles in Ordnung? Gut. Ich hab da so einen Pfeifen vor. Gib alles! So, war mal gut hier. Wow, da kommt wer! Bereit machen! Alter, was für Viecher. Der Boss oder was? So. So. Ich brauche jetzt noch ein bisschen. Verdammt! Vermutlich sind die mit den Mutanten zu Hause verwandt. Und in dieser Metro wimmelt es davon. Ich denke, mit denen kommen wir klar. So, da bist du. Moment, ich muss ich trotzdem mich mal nochmal umgucken. Weil wir müssen noch Magazine klar gemacht bekommen, oder nicht? Krieg ich die nicht weg? Hier rein oder was? Da, ja. Okay. Gut. Und was hier noch erwartet, das sehen wir dann im nächsten Part. Pass auf.